Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Disney's Dreamland Valley. Wir sind immer noch am Entscheiden, wofür wir Mirabelle einsetzen. Bergbau und Kram sehe ich jetzt nicht so. Angeln, ich weiß nicht. Wir müssen reden. Komm, ich nehme sie als Gartenarbeit. Hey, warte mal kurz. Oh, wie schön, dich zu sehen. Hey, Maika, hast du etwas Zeit, um mit mir mit Mini-Cassita zu helfen? Gleich später. Kein Problem, ich bin hier, sobald du... Wiedersehen. Ach Mann, ich muss das jetzt erst mit ihr machen. Das ist nicht dein Ernst. Schön, dich zu sehen. Ja. Ich habe eine Erinnerung freigeschaltet. Oh, von Rapunzel irgendwas. Ach, Mist. Jetzt muss ich doch nochmal. Aber wir haben langsam Sonnenuntergang. Anscheinend geht da jetzt langsam die Sonne unter. Kann man machen. Mini-Cassita, du musst jetzt echt warten. Hallöchen. Kaufen. Wir machen nochmal. Wow. Kann ich irgendwas verkaufen? Davon mal 14. Ich bin jung und brauche das Geld. Meinetwegen. Nein, jetzt habe ich die Erd... Oh, bin ich dumm. Ah, da hinten sind noch Himbeeren. Das war so nicht geplant. Ist egal. Ich habe da hinten noch Himbeeren gesehen. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Okay, das war zu viel für sie. Wo ist er denn? Ah, wo ist die Gießkanne da? Lass da hinten die letzten 5 Himbeeren sein. Ich frage mich, was hier wohl für besondere Zutaten wachsen. Viele. Was, nur 3? Als ob. Ein Schurke und seine Reichtümer werden bald geteilt. Oh, ich will unbedingt diesen Weg hier haben, damit ich den das mal ein bisschen hübscher machen kann hier. Macht schon diese Animation schon gar nicht mehr. Ja, Moment. Die mit ihren Schmetterlingen hier unterwegs. Was ist denn hier los? Also ich brauche noch ein paar. Guck mal, hier ist auch noch einer. Hier ist auch noch eine Busch. Eine Busch. Ja gut, hier hinten habe ich mich noch nicht so ein bisschen ausgekaspert, ne? Da muss ich das noch machen. Hoppala. Da geht's nicht weiter. Hier hinten war Merlin. Dim, 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 dim. Hoppala. Ruhe!
Da springt Minimaus rum. Besser Lattenzaun. Wollen sie auch schön machen, ne? So. Jetzt ist der Lattenzaun hier auch repariert. Sehr gut. Die sitzt mir ein bisschen weit zu weit hier an der Straße, aber ich habe... Die setzt sich irgendwann nochmal um. Cassita kommt irgendwann nochmal an einem anderen Ort. Wo ist ein Remy? Okay. Remy ist gleich in der Nähe. Hilfst du mir mal kurz? Ja, dafür müsstest du mal kurz weggehen. Geben! Da freut er sich. Guckt euch das an. Bonjour! Maika, wir haben alles, was wir für die Eröffnung brauchen. Gehen wir zur Vorderseite des Restaurants und packen an. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ja, ich muss noch gucken, wie ich das hier mache. Komme, ich komme. Oh, es regnet. Seh nix. Wo ist er denn? Da. Okay, wir öffnen das Restaurant. Ich bin bereit. Moment, ich muss meine mentale Checkliste nochmal durchgehen. Warte, haben wir Salz? Hab ich vergessen, Salz zu besorgen? Ohne Salz können wir kein Restaurant öffnen. Tief durchatmen. Atmen, genau. Atmen ist wichtig. Ach, und sieh nur, da ist das Salz. Okay, okay. Ich schaffe das. Los geht's. Das Restaurant Jeremy ist jetzt eröffnet. Lass uns hineingehen. Klar kann ich es noch vergrößern. Lass mal reingucken. Er hat zwei Tische. Hier fehlen nur noch die Stühle. Bonjour. Sieh mal, Maika, Tische, Stühle, Essen. Wir haben ein Restaurant eröffnet. Ich weiß, dass ich das schon mal gemacht habe, aber es ist immer noch etwas ganz Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, meinen ersten Kunden zu bekommen. Level 9. Ich krieg so eine komische Hose. Kann ich jetzt mit Remy... Oh. Meine Freundschaft. Großartiger Rock, okay. Moment. Remy, bei wie viel bin ich denn bei dir? Wo ist er denn? Ufi fehlt mir immer noch. Bei 2. Ah. Mhm. Bonjour. Entschuldigung. Warte, kann ich dir einen Käse klauen? Bonjour, ich hab was für dich. Ich hab Käse. Wie mich, wow, danke. Bonjour. Hast du eine Frage? Gibt es eine Organisation, die die Lebensmittelsicherheit im Tal kontrolliert? Warum benötigst du das? Weil ich möchte, dass mein Restaurant als sicher zertifiziert wird. Ich möchte, dass die Leute sich sicher fühlen, dort zu essen. Du hast ja schon mit mir gekocht. Vielleicht könntest du meinem Restaurant eine Sicherheitsbewertung geben. Wie würdest du die Sicherheit meines Restaurants einschätzen? Sehr sicher. Ausgezeichnet. Ich war mir sicher, dass alles vorschriftmäßig war, aber es ist schön, Gewissheit zu haben. Level 2! Was krieg ich von dir? Nichts, was wirklich interessant ist. Du machst auf jeden Fall Gartenarbeit. Mein Freund.
Weißt du, was heute toll wäre? Warmes, nein. Tröstendes Ratatouille. Eigentlich müsste ich Dagobert mitnehmen, aber ich habe keinen Bock auf den. Der irritiert mich immer mit dem. So. Casita können wir jetzt machen. Dann könnten wir... Oh, müssen wir eh die Storyaufgaben ein bisschen machen, wegen Freundschaft immerhin. Immerhin die Freundschaft... Sprich mit Merlin. Aber vorher machen wir die. Oh, warte, hier sind... Ich habe Schmetterlinge gesehen. Die läuft doch hier bestimmt irgendwo rum. Die ist bestimmt an mir vorbeigeflattert. Madame? Wo ist sie? Ah, die scheint im Laden zu sein. Da ist sie. Oh, ich muss dir was sagen. Hey, Maike, hast du Zeit? Hast du etwas Zeit? Ja, klar, wo liegt das Problem? Nichts Großes, aber es gibt einige Geschehen von der Zeit, die wir, wo auch immer mich Mini Cassie dahin gebracht hat, um mich zu beschützen, verbracht haben. Natürlich helfe ich dir. Ja. Toll, lass uns zu Mini Cassie gehen. Es ist einfacher, es dir zu zeigen. Adios. Er hat heute nichts, wo ich sage, das ist hübsch. Und das ist ja, weil die Sachen so glänzend sind. Dann ärgert mich das. Muss ich das jetzt betreten? Sieh her, der Boden und die Wände sind ziemlich abgenutzt. Wie sah es früher aus? Der Boden war gestrichen, die Wände waren lebhaft und bunt. Jetzt sind sie nur noch langweilig. Ich möchte sie reparieren und dann in grün und gelb neu streichen. Womit sollen wir deiner Meinung nach anfangen? Fangen wir mit den Grundlagen an. Wir brauchen ein paar Materialien wie Weichholz und Stein, um die beschädigten Teile zu ersetzen. Was die Pigmente betrifft, dachte ich an Löwenzahn, gelbe Gänseblümchen und grün blühenden Bartfaden. Das kann ich dir alles besorgen. Das wäre super, danke dir. Ich überlege mir schon mal, von welchem neuen Muster ich malen werde und bereite hier alles vor. Was ist denn da los? So. Eichholzstein und hast du nicht gesehen. Ich habe so viele fantastische Nachbarn. Wen könnte ich mitnehmen? Ach, Goofy ist ja angeln. Der bringt mir nicht viel. Und sammeln war ja im Prinzip... Was ist das? Gelbes Gänseblümchen. Ich überlege gerade. Goofy war angeln. Mickey war zwar sammeln, aber sammeln eher von Früchten, ne? Weniger, sammeln, sprich... Was auch sammeln, aber du musst das Falsche sammeln. Und dich habe ich schon auf 5. Dagobert
Oh, Dagobert, komm noch mal, bitte. Er hat sich versteckt, der Gauner. Sei gegrüßt, Nachbar. Lass uns abhängen. Da ist nämlich schon wieder Stein. Vielleicht habe ich mit etwas Glück und ich kriege dann mal doch noch ein paar Juwelen zusammen. Diese Nachtdorn sind am schlimmsten. Ja, dann fass sie nicht an. So, grün. Ah, Stein habe ich jetzt genug. Was brauchen wir noch? Löwenzahn, Holz. Oh, du siehst aus wie Löwenzahn. Da ist noch ein bisschen Holz. Oh, lass mich durch. Lassen Sie mich durch. Hier ist kein Löwenzahn. Aber noch ein bisschen Weichholz. Ah, hier ist das Grüne. Minika sieht da jetzt nicht. Ich versuche dir zu helfen. Ich finde aber gerade keinen Löwenzahn für dich. Das ist das Problem. Fünf. Ach, den habe ich schon offen. Das war Goofy. Tschüss. Ciao, Mitch, au. Auf Wiedersehen und bis bald. Bis dann. So, du siehst aus wie Löwenzahn. Jetzt fehlt nur noch das Grüne. Du bist es nicht. Oh, ich komme noch nicht lang. Also manche Sachen resetten sehr schnell, ne? Oh, jetzt muss ich aber mal ein bisschen stratzen hier. Was brauche ich denn? 20 Steine. Wie viel Holz? 15. Aufteilen. Du kommst rüber. Ich wollte das eigentlich nach Art sortieren. Warten wir 5, 7, ne? Mach ich 5. Ah, ich habe das Weichholz jetzt nicht mitgenommen. Aufteilen 15. Ein schwarzer Faltenrock. Sehr gut. Die Bananen könnten theoretisch mit rüber. Genau, die Bananen kommen komplett. Das teilen wir mal auf mit 5 und 10. Haben wir 20, 20, 20. Davon können wir aufteilen. 10. Da kommst du rüber. Weizen. Das reicht noch nicht, das reicht noch nicht so. Ich habe jetzt aber alle Materialien, die ich brauche, ne?
Entschuldigung, ich muss in diesen. Aha. So, jetzt könnten wir hier auch mal. Oh, nee, ich wollte nach Art mal ein bisschen. Du bist in meinem Restaurant immer willkommen. Ja, besser ist das. So, das kann auch rein. Ich bin ja wieder geheilt. Jetzt weiß ich aber wieder, was ich machen wollte. Ich wollte noch. Also 1, 2, 3, 4. 1. So. Ich kann hier nämlich noch irgendwas in der Ecke, glaube ich. Eins weiter hoch. Ja, das sieht doch ganz nett aus. So. Dann könnte nämlich der Baum hier so in der Ecke. Den Star so ein bisschen frei. Oder nehmen wir den weg und sagen, der kommt hier so mit hin. Oh, das sieht schön aus. Ne, so. Kann ich den Teich? Ne, den Teich kann ich nicht, ne? Ich nehme den hier mal und du kommst dafür hier so hin. Ach, wegen den einem Ding oder was? Kann ich da nicht hin oder was? Ach, das ist doch halt albern. Ja, warte. Jetzt bleib doch hier. Ich muss gleich nochmal ein Loch stopfen. Ich bin so froh, dass du hier bist. Maika, du hast alles gefunden. Danke dir. Dein Timing ist perfekt. Ich weiß genau, wie das alles aussehen soll. Lass mich dir helfen. Wenn wir zusammenarbeiten, geht's schneller. Ja. Du bist die Beste. Das erinnert mich daran, wie die Menschen in unserem Encanto zusammenkamen, um meiner Familie beim Wiederaufbau von Casita zu helfen. Das hat uns allen viel bedeutet. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass du deine Hilfe anbietest. Wenn du bereit bist, dann mal los. Ja. Mi Encanta. Ach, es ist so viel besser. Muchas gracias. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Deshalb möchte ich, dass du das hier bekommst. Aha. Oh, diese Fliesen sind genau wie die, die du für deinen Fußboden verwendest. Ja, du kannst sie in deinem Haus verwenden, wenn du willst. Ach, ich bin so froh, dass wir Mini Casita in Ordnung bringen konnten. Die Pflege des Hauses ist ein wichtiger Teil davon. Es ist ein Zuhause. Die Pflege des Hauses ist ein wichtiger Teil davon, es in ein Zuhause zu verwandeln. Meinst du nicht auch? Absolut. Ich sollte noch mehr Liebe in mein Haus stecken. Ich wette, du wirst sehr glücklich sein, wenn du das tust. Nur damit du es weißt, ich helfe gern. Ich gebe diesem Dorf 5 Sterne. Ich könnte ein paar Dinge in meine Wohnung einbauen. Dagobert Duck könnte das haben, was ich brauche. Wenn er das nicht tut, kannst du jederzeit eine Bestellung aufgeben. Ich habe gehört, dass das ziemlich einfach ist. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Ja. Aber nicht jetzt. So. Weil es so schön war. Auf damit. Langsam, aber sicher finde ich, mache ich mir das hier ein bisschen schöner. So, ich denke mal, dass das hier vorne ist. Das sieht aus wie so ein Hauseingang. Genau. Da muss ja da hoch noch ein Weg, ne?
Ich weiß, das sieht jetzt hier ein bisschen leer aus, kommt aber noch. Wollen wir da einen Stein hinpacken, so? Nee, das sieht kacke aus. Haben wir noch irgendwas Schönes, so ein Springbrunnen oder so? Kann ich dich nehmen? Mann! Du kommst auf jeden Fall mit. Du kommst nämlich hier nochmal mit hin. Oder machen wir das bei Remy hier so? Nee, wir machen den hier so. Habe ich noch? Ja, habe ich noch. Wow! So wollte ich es nicht. Rein da. So. Irgendwann kommst du weg. Kauf ein beliebiges Möbelstück in Dagoberts Laden, um dein Haus zu dekorieren. Ich bin hier, um zu helfen. Vergiss das nicht. Hallo. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Ich würde ganz gern Dinge bestellen. Möbel. Was hast du denn Schönes? Nichts, wo ich jetzt sage, boah, das muss ich haben. Der verkauft mir im Prinzip das auch, was ich schon habe. Ich würde ganz gern auch Sachen verkaufen, wenn das geht. Wie viel habe ich denn? Ich habe eh nicht so viel. Was ist das? Eine Theke, ne? Aber mein Haus ist nicht so groß. Das ist das Problem. Eine Kücheninsel. Nee. Junge, du bist teuer. Habe ich dir ja schon mal erzählt? Ich glaube, ich hätte ganz gern einfach hier die Ecke. Auf Wiedersehen und bis bald. Wechsle die Tapete, ändere den Fußboden. Lass mich mal weg. Wie schön, dich zu sehen. Hola, Maika. Warte mal, was macht sie? Die macht Gartenarbeit. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Lass uns abhängen. Wie viel Saat habe ich denn? 5. Machen wir es so. Dann kommt hier nämlich Dings hin. Warte, ich will noch einmal. Ich hab wirklich Glück. Meine Nachbarn sind voll. Einmal Dings holen. Einmal Möhrchen. Wechsel die Tapeten.
Hey, du! Erstmal will ich verkaufen. Davon kriegst du mal 6. Davon kriegst du 3. Davon kriegst du 17. Und das eine Gänseblümchen. Der ist echt teuer. Will ich ja nicht sagen, aber ich finde... Ah, das Blümchen. Ich wollte gerade sagen, hier geht's runter, aber ist ja noch. Da ist ja noch ein bisschen. So, dankeschön. Dann braucht man natürlich wieder ganz viel Holz. Damit wir denn. Ich will dem so einen kleinen Garten hier so einbauen, dass hier noch so ein Zaun lang geht. Was ist das jetzt hier für eine traurige Musik hier hinten? So. Wechsel die Tapeten, hat sie gesagt. Als erstes bringe ich mal hier. Das kann übertragen werden. Aufteilen. 6. Ich hätte ganz gerne Tapete. Machen wir es ein bisschen heller. Oh, wie sieht die aus? Nee, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Fußboden. Und Möbel aufstellen. Was ist denn jetzt die Bibliothek da? Da. Wie kommst du nämlich daran? Ja gut, sieht auch ein bisschen doof aus, aber was soll's. So habe ich. Oh, 3 Möbel. Ja, du sagst. Nee, das wollte ich nicht. 3 Möbel. Ey, meine Bude ist nicht so groß. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Minimalistischer Sessel. Schlossmalerei. Das ist doch was Schönes. Wieso hat das denn jetzt nicht gezählt? Sind das keine Möbel oder wie? Dankeschön für dein Raid. Ich wünsche dir was. Ich habe keinen Alert bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wo mein Alert hin ist. Es tut mir leid. Nee. Das
spannt ja über, das ist doof. Was wollte ich jetzt noch? Habe ich vergessen, was ich wollte. Mist, jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Mike, kann ich dir bei irgendwas helfen? Ich möchte dich gerne einladen, um dir die Veränderung in meinem Haus zu zeigen. Ja, wirklich? Ich kann es kaum erwarten. Los geht's. Du bist hier. Hä? Hallo? Diese Nachtdornen sind am schlimmsten. Meine Schwester Isabella würde all diese Blumen lieben. Ist sie jetzt hierbei? Ja. Ja! Wow. Fantastisch! Aber Maika, dieses Haus ist der Beweis, dass man nicht immer echte Magie braucht, um Magie zu bewirken. Unsere beiden Häuser sehen so viel besser aus. Ich würde sagen, das ist ziemlich beeindruckend. Jetzt, wo Mini Casita repariert ist, will ich mich wirklich nützlich machen. Ich möchte dir behilflich sein, den anderen Dorfbewohnern zu helfen. Darum geht es in La Familia Madrigal, der Gemeinschaft zu helfen. Ich werde hier Ausschau halten und dir sagen, wenn jemand Hilfe braucht. Bis bald, Maika, und nochmal vielen Dank für deine Hilfe bei Mini Casita. Also sie ist jetzt auch gesperrt, genau. Yeah. Okay. Langsam, aber sicher kriegen wir bei den ganzen Freundschaftsaufgaben. Kommen wir langsam hinterher. 4, 4, 6, 4. Oh, ich brauche Goofy noch auf Level 5. Das ist ja... Hola, Maika. Wiedersehen. Wiedersehen. So. Das lassen wir erstmal so. Hier kommt noch eine da kommt noch einer hin und da kommt noch einer hin. Ich habe so viele fantastische Nachbarn. Ich auch. Jetzt will ich aber wissen, was im Prinzip wie deine Kassette aussieht. Hi. Machen wir erstmal Dagobert. Und den nehmen wir mit. Es ist schön, hier so viele Freunde. Hey Kumpel, ich hab was für dich. Auster, Spinell, gegrillter Fisch. Findet der wahrscheinlich nicht so cool? Ha, das gefällt mir. Ey Kumpel. Lass uns abhängen. Das wäre mir eine Ehre, mir auch. So. Das hat jetzt nicht viel gebracht, aber ich will wissen, wie es bei ihr aussieht. Stimmt, die hat sich das Zimmer ja immer mit irgendwem geteilt, ne? Und dann waren da zwei Betten drin. Okay. Kann man machen. Nach Art, bitte. Wen wollten wir jetzt? Ach, ich muss Edelsteine verkaufen. Na gut, dann machen wir jetzt mal eine Hauptstory oder sowas. Irgendwas mit Merlin. Hier bin ich. Wir müssen reden. Sei gegrüßt, meine Liebe. Guck mal, kriegst ein paar Himbeeren. Danke, meine Liebe. Sei gegrüßt. Machen wir erstmal Freundschaft ist alles. Du hast eine große Leistung vollbracht, indem du deine Freundschaften gepflegt hast, Maika. Das Dorf wird dadurch nur noch besser werden. Nun komm schon, keine Zeit zum Trödeln. Wir müssen zurück zur Säule, die Kugel zurückholen und den Fluch auf der Wiese beheben. Ich kann in die Zukunft sehen. Also weiß ich. Geh zurück zur Säule. Da ist Mini. Die läuft da noch so ein bisschen komisch rum. Guck mal, der hat hier auch einen schicken Zaun.
Und das Ding ist weg. Interagieren. Ich gehe jetzt davon aus, das muss da rein. Bäm! Verschwinden die Nachtschattengewächse jetzt von alleine? Nee. Und nun? Geh dir den Brunnen auf der Wiese an. Da, wo Merlin schon vorsitzt. Ich will keine Gegenstände, ich will das einfach nur wegmachen. Aber ich glaube, so viel ist es ja gar nicht mehr. Oder? Hier hinten bei Merlin noch ein bisschen. Ah. Er ist Level 4. Ich krieg 500 Sachen. Unglaublich, du hast es geschafft. Der Brunnen ist vom Flug befreit. Weißt du, der alte Herrscher ist mit Hilfe von Magie von Brunnen zu Brunnen gereist. Ich wandere lieber. In der Tat, beim Wandern habe ich die schönsten Gedanken, aber wenn du mal schnell irgendwo hin musst, kannst du den Brunnen benutzen. Apropos umherwandern, weil die Kugel der Freundschaft wieder da ist, wurde die dunkle Magie von den Riesen nach Dorn entfernt, der den Weg zum Rest des Tals blockiert. Wenn du genug Dreamlights sammelst, kannst du den Riesen nach Dorn entfernen und mehr erkunden. Mit der Zeit sollten wir herausfinden können, was mit den anderen geschehen ist, die zurückgeblieben sind. Gerüchten zufolge hielt sich die Meerhexe am Strand auf, als im Tal des Chaos herrschte. Sagtest du gerade Meerhexe? Klingt nach Frau nach meinem Geschmack. Naja, sie kann ein bisschen tückisch sein, aber manchmal ist sie auch eine große Hilfe. Die Meerhexe könnte viele der Antworten haben, die wir suchen. Ich schlage vor, dass du zunächst die Strände im Süden erkundest. Karte öffne und dann berühre den Brunnen und dann kann ich schnell reisen. Warte, so. Guck mal, jetzt habe ich hier einen Brunnen und kann ich jetzt da hinreisen, wenn ich möchte. Aber ich will nicht. Da ist Mini. Erhalte Zugang zu einem neuen Biom. Habe ich es denn? Wenn ich jetzt den Süden freischalte, haben wir es denn? Ich habe halt so das Gefühl, das ist mir schon wieder viel zu viel. Karte. Der wollte im Süden. Hier. Komm mit, Goofy. Du musst keine Müdigkeit vorschützen. Ich habe dir so ein schickes Haus gebaut. Casita, du hältst die Schnüsse. Na, wie fehlt mir? Oh, 1000. Als ob. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Was, wieso? Es gibt ein Biom im Tal, das du noch nicht gesehen hast. Weißt du, den schillernden Strand. Um dorthin zu gelangen, wirst du wohl diese Nacht dort entfernen und einen Weg frei machen müssen. Herzlichen Glückwunsch, Maike. Du kannst jetzt den Strand besuchen. Ich kann jetzt schwimmen gehen. Ja, okay. Na dann, wir haben viel zu tun. Kehre zu Merlin zurück, ich bin da. Oh, hallo. Das hast du gut gemacht, Maika. Pflege weiterhin deine Freundschaften und bleibe neugierig. Das werden deine größten Stärken sein. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du bekommen kannst.
Ich fürchte, dass das Dreamlight Valley nicht wirklich sicher ist, bis wir alle Kugeln finden und an ihren Platz zurückbringen. Finde sie und stelle die Säulen wieder her. Wir zählen auf dich. Ey, ich komme auch bei dem hier nicht weiter, ne? Der hat ja Storyaufgaben en masse. Lass mich in Ruhe. Ich habe hier Kisten gesehen. Kann ich das kaputt machen? Nee, das geht nicht. Die SOS Daisy oder ist, was ist das? Okay, da ist irgendwas. Aber ich habe was Neues. Neue Blümchen. Hier ist auch wieder schon wieder ein komplett anderer Weg, ne? Okay. Einfach alles mitnehmen erstmal. Das Ding ist ja auch halb unter Wasser. Donald hat das Herz eines Entdeckers. Einmal ein Matrose, immer ein. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass er sich zu weit herauswagt und in Gefahr gekommen. Aber ich schätze, wenn das passiert, muss ich ihn einfach suchen gehen. Achso, der sagt mir jetzt, was der hat. Ja, okay. Komm, Goofy, du bist der Einzige, der mir noch auf Dings sind. Hallihallo, Maika. Du hast mich mitten in einem neuen Projekt erwischt. Ich lege gerade ein Sammelalbum für uns an. So können wir uns allen den Spaß erinnern. Und unser Gedächtnis anspornen, falls das Vergessen wiederkommt. Für ein Sammelalbum braucht es einiges an Kreativität. Ich bin sehr kreativ. Bin ich eigentlich nicht, aber ist egal. Das überrascht mich nicht. Du kannst mir schon immer sehr kreativ vor. Sag, warum machst du nicht ein paar Fotos von dem Dorf für unser Album? Es wäre toll, wenn wir ein paar Bilder mit Pflanzen hätten. Ja, okay. Manchmal blicke ich auf den Ozean und denke darüber nach, über das Tal hinaus zu reisen. Ich könnte eine ganze Welt entdecken. Bis jetzt entdecke ich erstmal gar nichts. Ah, hier ist auch nochmal Bananenstauden. Das wollte ich nicht. Ich wollte den hier. Huhu. Wo bin ich denn? Hier. Ah, das ist... Oh, das ist ein Krampf. So. So, hatte ich nicht davon noch irgendwo welche? Ja, hier, die wollte ich aber hier behalten, ne? Ja, noch shit. Satz mit X, das war wohl nichts. Muss hier nämlich noch einer hin und da so einer hin. Ich brauche davon noch zwei. Aber okay. Was will der jetzt? Bananenstaude, Himbeerstrauch und Apfelbaum. Na gut. Hier Blobots. Ich wünschte, alle meine Freunde könnten diesen Ort hier sehen.
Ja, dann sag deinen Freunden doch Bescheid. Nase. Also das Ding kann ich noch nicht aufheben. Habe ich denn jetzt alle... So. Oh, Mais! Warte mal, hatte der hier nicht irgendwo einen Strand? Da. Jetzt frage ich mich, kann ich hier durchs Wasser? Natürlich kann ich nicht durchs Wasser. Mit großer Macht. Ach so, ja. Erstmal mache ich ja das hier. Hier bin ich. Wir müssen reden. Tut das Not. So, hier hätten wir schon mal den Apfelböhm. Warte, wir müssen mal ein bisschen weiter weg. Habe ich jetzt alles? Huch, diese Pflanzenfotos sind toll, Maika. Wie wäre es, wenn du versuchst, etwas Schwieriges zu fotografieren? Die Tiere, es ist schwieriger, sie zu fotografieren, weil sie sich dauernd bewegen. Du solltest einige Eichhörnchen auf den Hauptplatz und Kaninchen auf der Wiese finden. Ich finde gerade gar kein Tier. Außer mein Kapibara. Kapibara. Ich glaube, der ist alles andere als begeistert davon, von der Tatsache, dass ich hier... ein schönes Oberteil. Auf dem Hauptplatz. Da war schon mal das das Eichhörnchen. Wir müssten, glaube ich, mal eine neue Kiste oder sowas machen. Voilà. So, Fasern könnte ich. Ich weiß noch nicht, wozu ich Fasern brauche, aber... Eine gereinigte Nachtscherbe können wir bestimmt gebrauchen. Ich kann in die Zukunft sehen. Also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Grünheit, Baum, Blaubeeren. Oh, mir fehlt das so viel. Merlin! Tun sie uns beide mal einen Gefallen und gehen weg. Merlin, du bist gruselig. Geh weg da. Alles, was da mal so rein kann, kann da mal rein. Da sind zwei. Der kommt mal weg. Ich habe so viel Stein. Ist aber nicht schlimm. Das kommt da rein noch. Du kommst da rein. Äpfel und so. Ich lass mal die Äpfel, verkauf aber die Bananen. Quatsch, alles andere. Das wird verkauft. Aufteilen. Aufteilen.
Übertragen, übertragen. Ein Häschen, ein Kaninchen brauchen wir noch. Ein Kanikel. Wird er hier irgendwo rumlaufen? Verkaufen. Das wird verkauft, das wird verkauft, das... Das? Nee, das nicht. Das. Menschen sind unglaublich. Sie entdecken, sie erschaffen. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wo ist der? Auf einmal wirst du so zugetextet, so von nebenan. Ist ja gruselig. So, wo haben wir denn jetzt hier ein Häschen? Asi! Ach, sieh mal einer an. Hier geht's ja weiter. Geht's hier lang? Ah, in einem Bereich, wo ich noch nicht rein darf. Okay. Ah, was ist hier? Da ist das andere Ding. Hier ist auch noch irgendwas, das kommt bestimmt noch. Eine Erinnerung. Nehme ich doch mit. Wollte ich knuddeln, aber okay. Dann halt nicht. Der muss sich doch am Strand... Goofy muss sich doch am Strand richtig schön fühlen. Also gemütlich. Oder nicht? Der muss doch richtig Spaß haben. Hier ist die komische Höhle. Da ist hinten ist aber auch sein Laden. Den würde ich nämlich jetzt ganz gern machen. Weil hier bestehen die Chancen ja ganz gut, dass ich dann hier Mais herkriege, ne? Dass er denn hier Mais verkauft. Als ob der jetzt dafür Geld nimmt. Ich stehe gern am Strand und schaue auf den Horizont und frage mich, welche neue Freunde vielleicht in meine Richtung segeln, während ich warte. Einen schönen Tag noch. Wenn du diesen Brunnen reparierst, kannst du von überall im Tal schnell hierher reisen. Ja, komm. Es ist eine gute Investition. Ein Schnellreisepunkt ist halt immer gut. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Wie wär's mit einem... Yay, ich hab ihn jetzt auch. Auf 5. Das heißt, dich kann ich... Tschüss. So, Sammlung, Charaktere. Er ist auf 5. Die ist auf 2. Die habe ich jetzt. Okay. Wer ist denn jetzt von denen als nächstes am nächsten? Remy, wenn ich den Brunnen benutze. Dann laufen wir mal mit Remy ein bisschen rum.
Remy? Ich frage mich, was hier wohl für besondere Zutaten... Oh, bonjour. Lass uns zusammen abhängen. Ach, ich muss ja hier noch einen Kanickel, ne? Jetzt hätte ich beinahe das Häschen vergessen. Hat's funktioniert? Es hat funktioniert. Wir haben ein paar tolle Bilder, aber irgendwas fehlt noch. Ich hab's, wir haben Pflanzen, aber keine Bilder von den Blumen. Es wäre eine Schande, nicht all die schönen Blumen im Tal zu fotografieren. Es gibt jede Menge Löwenzahn und Bartfahnen auf dem Platz. Auf der Wiese sind Gänseblümchen und großblütige Bartfahnen. Diese Bartfaden wachsen an vielen Orten. Du solltest in der Lage sein, tolle Bilder von ihm zu machen. Hast du meinen Freund Donald gesehen? Ist das dein Ernst? Hau ab! Ich wollte einen Fotobomb machen. Weißer und roter. Rosa Farben. Da hinten ist, glaube ich, schon mal weißer. Was geht ab? Aber was für eine Frechheit, ne? Nee, das ist kein. Das ist anscheinend ein Gänseblümchen. Die sehen doch alle gleich aus. Nee, das zählt auch nicht. Rosa, rosa. Wird wahrscheinlich oben irgendwas sein, oder? Remy, lauf! Wie viel habe ich? Oh, ich habe sogar schon 6. Das ist sehr gut. Das ist auch nicht rosa. Die sehen alle gleich aus. So, jetzt aber. Lass mich überlegen. Guck mal, wir haben hier... Sehr gut. So. Und dann kommen wir hier. Da sammle ich schon automatisch 2. So, ich habe noch wie viel? 3. Das heißt, ich brauche noch 6 Karotten. 6-mal normale Karotten. Und mit Goofy muss ich ja eh reden. Dann ist es ja vollkommen Wumpe. Hallöchen. Erstmal will ich was verkaufen. Und zwar... den kompletten. Die kompletten. Die kompletten. Weil es mir ein bisschen auf den Keks geht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wow! Wow! Wir sehen uns! Wow, sieh dir all die wunderschönen Fotos des Tals an. Du hattest recht, Maika, du bist sehr kreativ. Das sieht doch schon mal nach einem guten Anfang aus. Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Sehr gut. Goofy ist jetzt auch gesperrt, weil jetzt muss ich bei dem Level 6. Aber wir kommen langsam voran, das ist schon mal sehr gut. Das ist mir ehrlich gesagt lieber, wenn sie jetzt erstmal alle Level 15, dann haben wir ein bisschen so Chancen.
Dann sind sie wenigstens alle so ein bisschen gleich. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber... Bin ich nicht so heillos überfordert. Und ich bin Level Up. Level 10. Ist Remy überhaupt noch da? Ja. Sehr gut. Was wollte ich jetzt? Zum Strand? Ach, du bist gar kein Schnellreisepunkt. Hm. Aber was wir machen könnten, ist... die Umzäunung von Remy fertig machen. Ja, der muss noch einmal. Der muss einmal hier so hin. Hier noch so 2, 3 und dann... Ach komm, weißt du was? 4 reicht noch. Da nehme ich nochmal so 4 hin und dann, sobald der Pilz irgendwann mal weg ist. Jetzt wollte ich aber... Goofy hat... Wieso hat Donald jetzt noch was? Ach, das ist das mit dem Dings, ne? Erziele Fortschritte bei Merlin. Falsche Richtung. Muss hier lang. Mir tut Remy ein bisschen leid. Der muss ganz schön hinter uns her jumpen. Aber okay. Da ist eine Kiste. Kiste. Nehme ich natürlich mit. Als ob. Da hinten. Hallo. Wenn du dabei hilfst, 1000. Der will es aber echt wissen, ne? Was ist das? Schön, dich zu sehen. Zuckerrohrsamen. Wie viel brauche ich denn, um das zu verbessern? 2000. Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Das muss man doch mal wissen. 2000. Remy ist aufgestiegen. Level 3. Aber ich sehe, wir sind auch schon wieder drüber. Hm. Ich habe jetzt, glaube ich, so viel an... an Möhrchen und Weizen und so... Da kann ich ruhig mal auch die darauf verzichten und das andere anpflanzen.
Und eine Camouflagehose. Gut, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Kann ich da rüber? Klar, hier kann ich rüber, oder wie? Was ist das? Mysteriöses Fuck. Wieso habe ich denn jetzt auf einmal die Aufgabe von Goofy? Wenn er doch gesperrt ist. Naja, was soll's. Machen wir mal ein bisschen sauber hier. Und dann. Wir sehen uns aber im nächsten Part wieder. Ich werde noch schnell mit Remy halt die Sachen anpflanzen. Sowohl, ich müsste jetzt genug haben. Genau, genug Mais und genug. Oh, da ist noch eine Kiste. Genug Mais und genug Zuckerrohrsamen, damit ich denn da mal meine zwei Felder da fertig machen kann. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.